Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr schon am nassen, feuchten, schleimigen bzw. schlammigen Hintergrund bemerkt, wir sind nicht mehr in Arteum, sondern wir sind jetzt in Trübmoor. Wir haben ja die Einführungsquest gemacht in der letzten Folge. Abenteuer, Entdeckungen. Und die Schreierin hier, die einen nie ausreden lässt, ist diejenige, bei der wir die Quest starten müssen. Wobei ich jetzt gerade sehe, da hinten kann man auch noch eine Quest starten. Also eine Hauptquest. Hey da! Es ist mir stets eine Freude, ein neues Gesicht zu sehen. Willkommen in Nilmoth, dem fauligen Juwel von Schwarzmarsch. Die Worte der Argonia, nicht meine. Kommt mir hier auch gar nicht so faulig vor, aber ich schweife ab. Wie würde es euch gefallen, euch einer spannenden Expedition anzuschließen? Was für eine Art Expedition? Oh, die ehrwürdigste Art von Expedition. Eine Reise in die ferne Vergangenheit. Nicht in die eigentliche Vergangenheit natürlich, das wäre ja verrückt. Wir erkunden eine der uralten Xanmer-Pyramiden der Argonia, um ein Relikt von unschätzbarem Wert zu finden. Den Khajiin-Jat-Kristall. Warum wollt ihr diesen Kristall haben? Um ihn für zukünftige Generationen zu bewahren, natürlich. So viel von der einzigartigen Geschichte der Argonia ist verloren gegangen. Mit eurer Hilfe können wir diese Antiquität dem Schlamm entreißen und sie mit der gesamten Welt teilen. Entdeckungen, Abenteuer, was könnte besser sein? Nun gut, ich schließe mich eurer Expedition an. Ihr habt eine großartige Entscheidung getroffen, euch uns anzuschließen, meine Freundin. Die anderen Teilnehmer unserer Expedition haben sich bereits beim westlichen Tor versammelt. Ich stoße demnächst dazu. Ich muss nur noch rasch ein paar Dinge überprüfen. Das ist aufregend, nicht wahr? Wer genau seid ihr eigentlich? Oh je, wo sind bloß meine Manieren? Entschuldigt, mein Name ist Famia Mertius. Oder Famia spricht mit runder Zunge für die Einheimischen. Ich bin die leitende Antiquarin von Cyrodiilische Sammlungen hier in Trübmoor. Ah, ich hab's geahnt. Schön, euch zu treffen. Ich habe mit eurer Schwester Concordia in Schattenfen gearbeitet. Oh, dann seid ihr also diese Abenteurerin, die sie in ihren Briefen erwähnt hatte. Was für ein willkommener Zufall. Concordia war für unser Unterfangen von unschätzbarem Wert. Eines Tages werde ich sie auch endlich zu einem Besuch hier überreden. Wie lange lebt ihr schon hier in Trübmoor? Knapp über 3 Jahre. Ich gebe zu, man braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit, aber sobald man sich erst einmal... Sobald man sich erst einmal eingelebt hat, will man gar nicht wieder weg. Darauf will ich wetten. Was könnt ihr mir denn über diese Xanmer-Pyramide erzählen? Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, hm? Ausgezeichnet. Die hiesigen Argonia nennen sie Ixtax Tititilmet. Wörtlich übersetzt der präzise Eiknacker. Vielversprechend, stimmt's? Wir nennen sie einfach die Ixtax Xanmer. Ich habe aus berufenem Munde davon erfahren, dass wir in ihr den Khajiin-Jat-Kristall finden werden. Die Namen sind alle nicht besonders gut zum Aussprechen. Was ist so besonders an diesem Kristall? Offenbar war er bei irgendeiner Art von Ritual von entscheidender Bedeutung. Doch das könnte im Grunde alles heißen. Laut meinen eigenen Nachforschungen führten die alten Argonia ständig Rituale durch, größere wie kleinere. Ungeachtet dessen hat dieser Kristall ganz klar einen Platz in unserer Sammlung verdient. Werden wir sonst noch etwas in dieser Xanmer finden? Oh, mit Sicherheit. Schmuck, Götzenstatuen, wer weiß. Einige der gewöhnlicheren Gegenstände dieser Art werden wir an private Sammler verkaufen, aber nicht, um Gewinn daraus zu schlagen, wie ich betonen möchte. Nur so viel, damit wir unsere Arbeit weiterführen können. Und den Einheimischen macht das nichts aus? Größtenteils? Nein. Die Argonia hier in Trübmoor, sie sehen die Dinge nicht so wie wir. Als wir ankamen, versuchte ich, die Einheimischen in unsere Arbeit einzubeziehen, um ihren Segen zu erhalten, wisst ihr? Wie ist das gelaufen? Gut, schätze ich. In Wahrheit machen sich die Argonia gar nicht so viel aus ihrer Geschichte. Sie leben im Jetzt. Vergangenheit, Zukunft. Diese Konzepte sind ihnen völlig fremd. Sobald unser Museum erst einmal fertig ist, bin ich mir aber sehr sicher, dass sie Interesse daran zeigen werden. Irgendwelche Ratschläge für einen Neuankömmling? Nun, ich weiß ein bisschen etwas darüber, wie man sich hier in Trübmoor so durchschlägt.
Zuallererst würde ich euch raten, Verbindung zu den hiesigen Stämmen aufzunehmen. Insbesondere zu den Wasse-Kalel. Die Wasse-Kalel? Wer sind die? Entschuldigt, ich verfalle manchmal ins Yel, die Sprache der Argonier. Die Einheimischen sagen, ich wäre ein Naturtalent. Wie dem auch sei, die Wasse-Kalel werden auch die Hellhälse genannt. Sie sind recht freundlich. Die meisten unter ihnen sind Kunsthandwerker und auch schlaue Händler. Nützliche Freunde, wenn man mal in der Klemme steckt. Danke für den Rat. Sollte ich mich von irgendwelchen Stämmen hüten? Die meisten Stämme in Trübmoor sind zurückhaltend, aber höflich. Es gibt allerdings einen Stamm, den ich meiden würde. Den Todwasserstamm oder die Nagakur. Das sind Naga. Eine sonderbare Sorte von Argoniern, von sehr widerborstigem Charakter. Sie mögen keine Außenstehenden. Also wirklich gar nicht. Na gut, geht zum westlichen Tor. Dann schauen wir doch mal eben. Hier oben den Weg entlang, okay. Weil da hinten, ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, da hinten war ja auch noch jemand. Mit dem kann ich aber jetzt komischerweise nicht mehr sprechen. Also gehe ich davon aus, dass sich damit die... Ach nee, ich laufe in die falsche Richtung. Dass sich damit die Sache erledigt hat. Dass der wohl auch zu dieser Quest hier gehörte. Hast du auf mich geschossen? Hast du? Hast du? Eure Augen sind so reizend wie schlammige Pfützen. Oh, das ist aber ein schönes Kompliment. Danke schön. Jungblut. Oh, hi. Mehr Gold für Sadasa, wenn ihr sterbt. Famia holt also noch eine weitere Abenteurerin an Bord, hm? Diese gibt zu, dass ihr stärker aussieht als die meisten, hm? Sadasa schätzt, dass ihr in 2 von 3 Fällen überlebt. Keine schlechten Chancen, ja? Ist diese Xanmer wirklich so gefährlich? Ha, nur für breitfüßige Tollpatsche. Leider hat Famia kein Näschen für echtes Talent. Und Trübmoor ist voller leichtsinniger Schussel. Aber macht euch keine Sorgen, Wanderin. Diese war schon auf 5 Expeditionen mit Famia. Und hat aber nur 2-mal mit ansehen müssen, wie Leute von Salamandern gefressen wurden. Gut zu wissen. Habt ihr Ratschläge, wie sich so etwas in der Art vermeiden lässt? Nur den hier. Wenn wir einen Schatz finden, dann nehmt nur so viel, wie ihr bequem tragen könnt. Ein schweres Bündel macht euch langsam und Langsamkeit macht euch tot. Oh, und wenn ihr Sadasa laufen seht, solltet ihr auch laufen. Und zwar in dieselbe Richtung. Ganz einfach. Ganz einfach. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Noch irgendwelche anderen Fragen an Sadasa? Oder wollt ihr jetzt einfach zum Laufen, Ducken und Schreien übergehen? Ja, ich habe ein paar Fragen. Dann fragt, Wanderin. Unsere Anführerin Famia weiß mehr über diese Ruinen als Sadasa. Aber Sadasa weiß mehr darüber, wie man nicht als Krokodilfutter endet. Diese überlässt die Entscheidung euch, was wichtiger ist. Was könnt ihr mir über Famia erzählen? Famia ist sehr klug, aber nicht schlau. Sadasa läuft Gefahr, ihren Schwanz zu verlieren, weil sie mutig und schön und gierig ist. Aber Famia setzt alles aufs Spiel, weil sie das Echsenvolk liebt. Bittet diese nicht darum, das irgendwie zu erklären. Das ergibt alles keinerlei Sinn für Sadasa. Auf welche Arten von Gefahren werden wir in der Xanmer stoßen? Ha, bei Rajins Schatten. Wie viel Zeit haben wir denn dafür? Treibsand, Giftpfeile, Klingen in sämtlichen Größen. Oh, und herabfallende Steine und auch Giftgas. Diese vergisst wahrscheinlich ein paar Dinge. Geht einfach davon aus, dass euch alles in dieser Xanmer tot sehen will. Nach welcher Sorte von Schatz suchen wir? Das hängt davon ab, was einem wichtig ist, ja? Famia sucht nach diesem Kajin-Yat-Kristall. Sadasa sucht nach Dingen, die leicht und zahlreich sind. Tant und alte Münzen, wisst ihr? Manche suchen nach schweren, goldenen Götzenstatuen. Diese Leute enden meistens zermatscht oder zerstückelt. Na schön, ich habe keine weiteren Fragen. Ich bin bereit, die Xanmer zu erkunden.
Selbstvertrauen, Eigenantrieb, ausgezeichnet. Das sind ganz wunderbare Eigenschaften, die euch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Leben kosten werden. Keine Sorge, Sadasa wird dafür sorgen, dass euer Vermächtnis Bestand hat, indem sie sich eure blutige Ausrüstung schnappt, um sie weiter zu verkaufen. Ah, da kommt Famia. Dann habe ich ja nichts zu befürchten. Ich komme! Ich komme auf der Stelle! Gebt mir nur einen Augenblick! Ihr habt also unsere Mitreisenden gefunden. Hervorragend! Ich glaube, wir sind schon fast bereit für die Abreise. Bei einer Sache bräuchte ich allerdings noch eure Hilfe, ehe wir unser Abenteuer richtig in Angriff nehmen können. Was meint ihr? Die alten Argonier haben die Xanmeer fest verschlossen. Und nicht nur mit Schlössern aus Metall. Sie haben den Stein mit Sonnenmagie durchzogen. Ich werde gar nicht erst so tun, als wüsste ich, wie das geht. Aber ich weiß, dass sich diese Tür ohne einen mächtigen magischen Fokus nicht öffnen wird. Wo finden wir einen mächtigen magischen Fokus? Ich bin froh, dass ihr fragt. Über ganz Trübmoor sind kleine Splitter aus gelbem Glas verteilt. Wir nennen sie Wackersteine. Und jeder von ihnen birgt ein Fünkchen uralter Magika. Trägt man genügend von ihnen zusammen, lassen sich so alle möglichen Dinge aktivieren. Dinge wie Türen zum Beispiel. Wo sind diese Wackersteine denn? Draußen in der Marsch, fürchte ich. Ich habe einige meiner besten Leute losgeschickt, um die Steine für mich zu sammeln und sich dann wieder mit mir zu treffen. Mit eurer Hilfe sollte das nicht lange dauern. Kann ich darauf zählen, dass ihr mich begleitet? In Ordnung. Treffen wir uns mit euren Verbündeten und sammeln wir diese Steine. So. Mir nach. Wenn wir getrennt werden, finde ich euch beim nächsten Halt, ja? Ja, ich weiß nicht, wo der nächste Halt ist, aber... Die läuft ja da hinten hin. Also ich denke mal, die meint den Kreis. Ja. Ist sie denn? Da. Sagst du nichts mehr? Na gut. Hallo? Was ist das denn? Ja, ich habe da gerade auch was gesehen, Basti. Danke. Das Buch meinte ich jetzt nicht. Beutel. Wurde er von diesen Salamandern verjagt? Haltet die Augen offen. Irgendetwas Nützliches? Haltet die Augen offen, hallo? Das nehme ich jetzt mal nicht. In Trübmoor irgendwas einzusammeln ist schon... Da sind so viele Gegner, die einen nerven. So, Moment. Jetzt schalte ich hier mal kurz den Wegschrein frei. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Der ist irgendwo hier. Da ist sie. Da ist sie, aber wo? Achso, hier. Das ist Dinyas Schwert. Sie liebt dieses Schwert. Oh je, oh je. Das ist bedenklich. Kommt, Beeilung. Ich muss mit jemandem sprechen. Ist in Ordnung. Ich habe zwar keine Ahnung, warum ich immer in eine andere Richtung renne als sie. Oder anders gesagt, warum sie nicht dahin rennt, wo wir uns quasi treffen sollen. Aber da ist sie. Und ist da drin, ne? Sieht aus, als wäre Xukas noch nicht hier. Dinya und Ishraf auch nicht. Wir sollten uns umsehen. Xukas sollte gleich da sein. Was ist das? Ishrafs Tagebuch und noch ein Stein? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wartet. Xukas, seid ihr das? Die Sonne segne euch, Freundin Famia. Ich hoffe, ihr habt nicht so lange gewartet. Seid gegrüßt, Beko, und willkommen in Trübmoor. Mein Name ist Xukas. Ich frage mich, wer seid ihr? Verzeiht mir die hastige Vorstellung. Ich finde nur, dass der Austausch von Namen und Absichten für ruhigere Wasser sorgt. Wir verstehen uns, denke ich. Mein Name ist Gameplayerin. Ich helfe Famia bei der Untersuchung einer Xanmeer hier in der Nähe. Dann gehört dieser Wackerstein wohl euch, glaube ich.
Freundin Famia bekommt nie genug davon, in den alten Hartnestern herumzustochern. Ich weiß nicht warum, doch die meisten Bräuche der Trockenhäute ergeben für mich keinerlei Sinn. Die Xanmere sind sehr gefährlich. Habt ihr einen Führer? Bietet ihr euch freiwillig an? Ha, nein. Ehrlich gesagt gibt es nichts in diesen Xanmeren, was mich interessieren würde. Ich hoffe, ihr habt einen guten Grund, um diese Reise zu unternehmen. Ich sollte darauf hinweisen, dass simple Gier kein guter Grund ist. Famia sucht nach einem Schatz, den man den Kajin-Jad-Kristall nennt. Ah, das überrascht mich nicht. Ich hoffe, ihr lasst nicht zu, dass ihr etwas zustößt. Famia ist eine würdige Freundin. Sie versucht ganz aufrichtig, die Saxleel gut zu behandeln. Aber ihre Beharrlichkeit, die bringt sie oft in Schwierigkeiten. Ich wünsche euch Glück auf eurer Expedition. Ihr habt mir nur euren Namen genannt, aber wer genau seid ihr? Das ist ein guter Punkt. Und ich respektiere nichts mehr als den ehrlichen Umgang miteinander. Wie ich schon sagte, mein Name ist Xukas, Wurzelherold des Hellhalsstammes. Ich schütze die Interessen des Stammes. Manche jagen Bamasu, ich jage nach der Wahrheit und fruchtbaren Beziehungen. Der Hellhalsstamm? Ihr habt noch nie von uns gehört? Entweder seid ihr noch sehr neu, oder ich lasse meinen Schwanz als unser Vertreter zu sehr schleifen. Wir sind Kunsthandwerker, Händler und Führer. Die Wurzeln unseres Hists erstrecken sich vom Hellhalsdorf nördlich von hier bis nach Lilmut und zur Küste jenseits davon. Euer Hist? Ja, ihr könntet ihn einen Baum nennen. Alle Saxleel dienen einem Hist. Ihre Zweige schützen uns und ihr Saft nährt uns. Falls euch euer Pfad je zum Hellhalsdorf führt, werdet ihr es sehen. Ich verspreche euch, dass Trübmoor wesentlich grandioser ist als die Straßen von Lilmut. Verzeiht bitte, was ist ein Saxleel? Ah, so nennen wir Argonia uns hier in Schwarzmarsch. In der Sumpfsprache heißt Saxleel Wurzelleute. Bäume, Wurzeln. Versteht ihr? Warum beschreibt ihr Famia als behaglich? Ah, vielleicht ist eifrig ein besseres Wort. Die meisten Leute, die Schwarzmarsch besuchen, halten uns Saxleel bestenfalls für unkultivierte Kinder oder schlimmstenfalls für fischhirnige Wilde. Famia hingegen schätzt unsere Kultur auf ihre Art, manchmal sogar zu sehr. Wie kann man denn eure Kultur zu sehr schätzen? Sie setzt ihr Leben aufs Spiel, um Antiquitäten zu bergen, die wir weder wollen noch brauchen. Ist ihre Hingabe rührend? Ich schätze schon. Ich sage ihr ständig, dass wir lieber frische Schnecken und robuste Werkzeuge hätten. Aber keine Schlange kann rückwärts kriechen. Sie tut, was sie tut. So ist das eben. Ihr wollt überhaupt gar nichts aus den Xanmeren? Das würde ich nicht so sagen. Manche Xanmere bergen mächtige Relikte oder verfluchte Altertümer. So etwas darf sich nicht im freien Umlauf befinden. Es kostet einige Mühe, aber in der Regel können wir solche Gegenstände ohne Gewalt wieder beschaffen. Und was, wenn ihr das nicht könnt? Dann kommt es zu Gewalt. Gebt ihr diese Kristalle von mir oft? Die Wackersteine? Manchmal. Karten, Werkzeuge und kleine Geschenke bringe ich ihr häufiger. Freundin Famia bringt mir auch Dinge. Größtenteils Geschichten über die Gegenstände, nach denen sie sucht. Auch Gerüchte vom Haarvolk. Das sind sehr schöne Geschenke. Gerüchte? Seid ihr so eine Art Spion? Ich kenne dieses Wort nicht. Spion. Ein Wurzelherold kann seinem Stamm nicht dienen, wenn er keine Geschichten und Gerüchte sammelt. Aber ich würde nie aus dem Flaschenkürbis eines anderen Saxleels trinken, wenn er gerade nicht hinsieht. Famia erzählt mir nur das, was sie zu erzählen wünscht. Unter Freunden, versteht ihr? Ich brauche nur einen Augenblick, um mit Xukas über Ishraf und Dinya zu sprechen. Hoffentlich weiß er etwas oder kennt jemanden, der das tut. Warum macht ihr euch nicht in der Zwischenzeit zu der Xanmeer auf? Sie ist gleich östlich von hier. Ich treffe euch baldmöglichst dort. In Ordnung. Muss ich euch noch weiter begleiten? Ich komme schon zurecht. Falls uns irgendwas bedrohen sollte, wird Xukas sich darum kümmern.
Diese Sache mit Ishraf und Dinya macht mir Sorgen. Ich hoffe, Xukas findet heraus, ob irgendjemand sie gesehen hat. Oh, bevor ihr geht, könntet ihr mir diese Wackersteine und das Schwert geben? Sicher, hier ist alles, was ich gefunden habe. Wir sehen uns. Ja, aber so wie es aussieht, werden wir nicht mehr mitkriegen, worüber die beiden jetzt eigentlich reden. Dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt erst einmal aufmache, um zur Xanmeer zu kommen. Und dass wir uns dann dort gleich wiedersehen. Bis gleich. So, Truhe. Truhe ist immer gut. Kann man nicht looten? Na gut. Eine Türverriegelung im Biom-Stil. Oh, faszinierend. Ein wenig Hilfe bitte. Zieht ein... Drückt! Ich meinte drückt! Warum sagt die dann zieht, wenn sie meint drückt? Lebt ihr noch? Sadasa, ihr seid der Falle entgangen? Ein Fels fiel auf Sadasas Schwanz. Aber ansonsten geht es ihr gut. Die anderen sind in getrennten Räumen. Maras Gnade. Versucht euch einen Weg zu bahnen. Wir suchen hier unten nach den anderen. Machen wir. Ich frag mich nur, wo man hier ein Schloss knacken soll. Das sah nämlich jetzt an der Tür nicht so aus, als ob da ein Schloss dran war. Ach ja. Gut gemacht. Lasst uns... Oh je. Ihr meint doch nicht, dass hier Schlangen im Wasser sind, oder? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Wieso bin ich so schnell? Bin doch kein Agonia. Hallo? Hilfe? Lass die Zugbrücke herunter. Eine Art mechanische Brücke? Erstaunlich! Ich sehe keine offensichtliche Möglichkeit, sie herunterzulassen. Die Flaschenzüge gehören wohl irgendwie dazu. Diese Säulen im Wasser tragen die gleichen Symbole wie die Gegengewichte. Ein Tutan Bay Flaschenzugrätsel. Das erste, das ich mit eigenen Augen sehe. So, das geht. Ach so, dann gehen die. Okay. Aber da tut sich nichts, wenn ich das hochziehe, ne? Ich glaube aber, man muss es ja. Vielleicht habe ich es verstanden. Ich glaube, man muss es so machen, wie es da angezeigt ist. Das heißt, das noch einmal runter. So, das würde dann heißen, das ganz links runter. Das ist doch das Gleiche, ne? Ja. Erstmal gucken, das ist in der Mitte und das dann einmal hoch. Es hat geklappt. Gut gemacht. So finden wir den Khajiin-Jad-Kristall im Handumdrehen. Meine Freunde auch. Tagebuch eines X-Tax-Erkunders. Seite 1. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Werde ich jetzt nicht machen. Da könnte vielleicht was drin sein. Da hinten sind Gegner. Wir müssen nach hier. Hilfe! Ich fiel in diese Grube und... Ach, da unten. Oh, bei der Gnade des Grüns. Nur nicht runterschauen. Oh, was sollen wir tun? Nicht runterschauen. Halt! Seht da oben! Flintranken! Das könnte klappen! Wo sucht denn? So viele Flintranken, wie ihr könnt, und verflechtet sie. Daraus machen wir eine Leiter und ziehen sie hoch. Nein, da soll ich jetzt weiter runtergehen, aber er zeigt mir jetzt nicht an, wo diese Ranken sind. Oder? Oder muss ich da reingehen, um die Ranken zu holen? Wir gucken mal. Ob jetzt hier am Ende so eine Ranke ist. Sieht mir jetzt aber nicht danach aus. Wie komme ich denn da hin?
Kann ich einfach rüberlaufen? Ja. Ja und nein, denn da ist was. Ah ja, ja, ja. Also da müssen wir die Ranken von überall hier sammeln. Verstehe. Okay. Da müssen wir jetzt erstmal wieder zurück, weil hier ist jetzt keine mehr. Aber ich finde das schon super, dass man hier wenigstens schneller schwimmen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt extra hier so ist, weil ich kann normalerweise nicht schneller schwimmen, soweit ich weiß. Also, ich kann halt normal schwimmen, ne? Die Agunia, die können halt schneller schwimmen als alle anderen. Ich denke mal, dass... Manchmal ist es gut, auf die Karte zu gucken. Ich denke mal, dass... Aber ich müsste eigentlich links rum, oder nicht? Oder ist da hinten was, wo ich hochklettern kann? Aua. Ah ja, hier ist eine Brücke. Was ist das? Tagebuch Seite 2. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Mara, steh mir bei, ja. Ist zu hoch zum Runterspringen, würde ich sagen, oder? Na, ich laufe mal lieber wieder zurück. Das ist, glaube ich, besser. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich das überleben würde. Oh, hier war auch eine Falle. Habe ich gar nicht mitbekommen. Schwubbeldidupp. Wieso ist die jetzt gerade ausgelöst gewesen? Und wieso leuchten die jetzt plötzlich? Normalerweise leuchten die doch gar nicht. Wir haben 2 von 4. Das heißt, wir müssen jetzt im hinteren Teil auch noch Ranken finden. Ach, ich hasse diese blöden Viecher. Also diese Pflanzen. Oh. Leute. Echt jetzt? Sag mal. Haben die extra hier hingestellt, damit man dann schön in die Falle reintappt, ne? Geradeaus hoch. Oh, ich wollte nicht schießen. Da ist was. Basti, kümmere dich mal bitte um den unliebsamen Kobold da. Kobold vor allen Dingen. Hä, jetzt soll ich die hier runterlassen? Nee, ich wollte gerade sagen, wieso führt die mich jetzt hier hin? Ich muss doch wieder zurück. Basti, du solltest dich um den kümmern. Alter, was war denn das? Was hat mich da jetzt umgeworfen? Da war doch gar nichts. Nee, da muss ich wieder zurück. Ist die Rang. Ach so, auf der Seite. So, Rettung naht, Rettung naht. Jetzt einmal dagegen treten, bitte. Oh, vielen Dank. So. Ich klettere jetzt hoch. Nein, nicht runterfallen. Das sieht aber cool aus. Ich habe mal eben so eine Leiter gebastelt. Das war grässlich. Ja. Da waren Schreie von der anderen Seite des Spalts. Es klang wie Varo. Er braucht Hilfe. Ich brauche einen Moment. Dann kommt mit. Lasst uns Varo helfen. So, diesmal geht's nach rechts. So. Hier sind überall Spinnen drin. So nicht, mein Freund. Bleib so zurück, nicht. Ihr Bestien.
hier auch noch von hinten an. Waren das alle? Gut. Ich hoffe doch. Kannst du aufstehen? Beim Sturz habe ich so richtig was abgekriegt. Mein Bein ist gebrochen wie ein verdorrter Ast. Wollt ihr einen Rat? Werdet nicht alt. Hoffentlich kann Kirstalet das so weit verarzten, dass ich laufen kann. Ihr solltet in der Zwischenzeit nach einem Weg hier raussuchen. Und hey, danke. Kein Thema. Du gehst schon durch, nicht? Ich kann nicht mehr mit dir reden, oder? Famias Kristall ist hinter der nächsten Tür. Springt runter, ja? Diese wird folgen. Sieht so aus, spring doch selber runter. Na gut. Dunkle Monde, eine Falle. Pfotendeckwanderin. Sadasa entschärft sie. Was? Ich will doch nur durch die Tür. Basti, geh da mal nicht zu nah ran. Ich dachte, die will die entschärfen. Diese denkt, dass die Tür jetzt unverschlossen ist. Drückt mal. Seht ihr? Nicht nur ihr könnt Seitengänge finden. Beachtet die echte Überraschung von dieser. Der Kashin-Jad-Kristall. Endlich! Vorsicht, Famia. Wir hatten schon genug Stürze und Schreie für einen Tag. Ein kluger Rat. Man muss wohl nur die Druckplatte festklemmen und... Bitte sehr. Endlich können wir... Was war das? Das war dann wohl ein Gegner. Mach was Gnade! Lauf! Lenkt es ab, Wanderin. Sadasa öffnet die Tür. Was denn das Namen ist das? Bei der Wurzel. Beko, ich zünde die Flammenfallen. Lock den Schleim auf sie. Zu spät. Tut mir leid. Tödliches Gas. Es füllt die Xammeer. Lauft schnell, bevor ihr erstickt. Das Tor ist offen. Schnell! Bein. Ich bin dir. Soll ich dir helfen, Junge? Alter, diese Pflanzen, die regen mich so auf. Was, Elfin? Ihr schafft es nie rechtzeitig raus. Stimmt, ihr habt recht. Lauf! Oh, Basti steht mal eben in der Truhe drin, kein Thema. Ah, ich schaff das schon noch hier raus. Ich schaff das schon noch. Vorausgesetzt, ich mache mich jetzt nicht gerade selber kaputt. Was ist denn jetzt, wenn ich gar keine Dietriche dabei habe? Dann kann ich das Schloss doch gar nicht knacken. Ich weiß, man soll in Tamriel immer Dietriche dabei haben. Das haben wir schon in der Diebesgilde gelernt. Aber es kann ja mal sein, dass man mal keine dabei hat, ne? So. Weil die gehören jetzt halt zur Quest. Die müssen wir jetzt mitnehmen, ne? Das meine ich jetzt damit. Habe ich es noch geholt? Keine Sorge, ich bin da. Vielleicht haltet ihr nächstes Mal nicht wegen nutzloser Relikte an, hm? Vielleicht, aber wahrscheinlich doch. Tagebuch Seite 4. Etwas versteckt sich in dem Winden. Ich kann nicht mehr reden. Es windet sich dorthin überall fallen. Ich bin schon wieder das nächste am Lesen. Okay. Das, ja, kommt sehr früh. Achso, der steht vor mir. Moment, halt. Hier ist Tagebuch Seite 3, falls ihr das auch noch lesen wollt. Ich hoffe, ihr erkennt es nun. Ich habe in Bezug auf die Xammeere nicht übertrieben. Geht es euch gut? Ihr keucht nicht und euch läuft kein Blut aus den Ohren. Das ist doch schon mal was. Mir geht es gut. Warum setzt ihr euer Leben aufs Spiel?
Eine berechtigte Frage. In Wahrheit kam ich her, um Famia zu retten. Ich räume eine gewisse Zuneigung ihr gegenüber ein. Sie ist gutherzig und treu. Wie ein Heckengecko oder einer von euren winzigen Bellhunden. Ich würde nicht wollen, dass ihr etwas zustößt. Ich bin auch froh, euch wohlbehalten zu sehen. Das war jetzt der geilste Vergleich. Ist das der einzige Grund? Ha, nein. Seid mir bloß mit diesem Kristall vorsichtig, Beko. Wenn er tatsächlich Khajiin Jat ist, solltet ihr ihn nicht zu lange in Famias Geldbörse herumklimpern lassen. Warum nicht? Was wisst ihr über den Khajiin Jat-Kristall? Ich weiß, dass es sehr gefährlich werden kann, wenn man ihn falsch behandelt. Deshalb würde ich es sehr zu schätzen wissen, wenn Famia zu Hause bliebe. Zumindest für eine Zeit. Seit meinem letzten Sonnendösen sind nämlich schon viele Stunden vergangen und ich bemühe mich, meine Rettungstaten auf eine pro Tag zu beschränken. Also das war die Sumpfqualle. Die Saksukas ist immer so höflich. Ich weiß nicht, wo ich ohne ihn wäre. Trotz der Missgeschicke haben wir den Khajiin Jat-Kristall. Nicht zuletzt dank eurer Unterstützung. Genügend Anlass für wenigstens eine bescheidene Feier, richtig? Laufen alle eure Expeditionen so schlecht? Nein, natürlich nicht. Auch wenn einige noch schlechter gelaufen sind. Sei's drum, wir sollten uns nicht so sehr mit den Fehltritten und Fehlgriffen der Vergangenheit befassen. Muss ich euch daran erinnern, dass wir den Khajiin Jat-Kristall geborgen haben? Einen Gegenstand von unermesslicher historischer Bedeutung. Ich freue mich für euch. Ihr hattet etwas von wegen Bezahlung erwähnt? Ja, nun, ich hatte gehofft, das unter vier Augen zu besprechen. Vorausgesetzt, ihr wollt uns nach diesem kleinen Missgeschick noch helfen, würde ich euch gerne für noch einen anderen Auftrag ins Boot holen. Lasst mich hier erst alles erledigen. Dann treffe ich euch in meinem Arbeitszimmer in Lilmut. In Ordnung, ich treffe euch dort. Macht es gut, ihr alle. Bitte lasst mich das nicht nochmal machen. Nun, das war aufregend, oder? Ich habe noch nie so viele Spinnen gesehen. Macht ihr Witze? Wir wären fast gestorben. Willkommen, Freundin, zum Erkunden mit Famia. Oh, das ist aber ungerecht. Unsere letzte Expedition war... Stachelgrube. Also gut, ja. Aber davor... Wütende Naga-Herzfresser. Aber was ist mit der Reise nach Norden? Das war nicht so... Viele, viele Krokodile. Madus hat seine Hand dabei verloren. Erinnert ihr euch noch an Madus? Sadasa erinnert sich vor allem an seine Schreie. Ja, ja. Aber muss ich euch an den Khajiin Jat-Kristall erinnern? Gut für euch. Was mich angeht, ich bin raus. Diese Elfin will nur noch Abenteuer in Wäldern. Klug. Ich lasse das nächste auch aus. Hier, Elfin. Ich bringe euch nach Hause. Seid ihr sicher, dass ihr das schafft? Ael ist billig in Lilmot und keine Bestie der Welt könnte mich gerade von einem Krug fernhalten. Meinetwegen, aber geht es langsam an, verstanden? Ein einbeiniger Kaiserlicher und eine Waldelfin frisch aus der Krippe marschieren durch den Sumpf. Was könnte da schieflaufen? Ja, was könnte da schieflaufen? Ist doch alles voll normal. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier erstmal noch einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich glaube, in ihrem Arbeitszimmer war das wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.